Ihr seid die Ersten mit mir live, die die Rechnung sehen. Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute hier mit Ahmet Lachnet in Gefahr in Istanbul. Ich habe auf Twitch in meinem Livestream gefragt, Leute, wenn ich in Istanbul bin, soll ich zu Nusret gehen und diesen Goldburger und Goldsteak probieren? Und ihr? Ja, bitte, macht. Viele Leute haben natürlich auch geschrieben, so, ey, mach doch mit dem Geld was Anständiges. Leute, ihr habt recht, man sollte nicht irgendwie ein Blattgoldsteak bestellen. Es ist einfach nur ein Test für euch, ja, für die Allgemeinheit, damit ihr wisst, wie das Ding aussieht und meine Meinung dazu hört. Also, liebe Leute, lasst euch davon nicht blenden, dass ich jetzt irgendwie hunderte von Euro für irgendwelche Goldsteaks ausgebe und das mein Lifestyle ist. Also, wir machen Folgendes. Wenn die Rechnung kommt, zeigst du das in die Kamera und diesen Betrag, genau denselben Betrag, der wird gespendet für eine gute Sache. Das ist natürlich eine Ansage. Das machen wir, liebe Leute. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr hier in Türkei, in Deutschland 16 Uhr. Wir haben schon Hunger. Wir wollten eigentlich ja, ein bisschen auf dem Taxi spazieren gehen, aber wir haben uns gedacht, nein, wir gehen jetzt schon Nusret, wir wollten eigentlich später gehen. Und dann würde ich sagen, ja, wir gehen jetzt da rein und essen einfach alles, was es gibt. Stopp! Wie ihr wisst, gebe ich meinen Videos Menschen was zurück. Jetzt bist du dran. Egal, ob du im Büro, im Verkauf oder in der Reinigung arbeitest, jeder hat das Recht darauf, Steuern zurückzubekommen. Aber keiner hat Bock, eine Steuererklärung zu machen. Kann ich verstehen. Aber wenn du noch nie eine Steuererklärung gemacht hast, dann hast du bis jetzt pro Jahr über 1000 Euro verschenkt. Aber es geht auch Kinder leicht. Hier kommt Zaster ins Spiel. Ihr registriert euch ganz einfach auf zaster.de und gebt dort ein paar Daten ein, wie Name, Adresse und Steuer-ID. Dann bekommt ihr nach 3 Tagen eine Nachricht von Zaster, in dem drin steht, wie viel Geld euch zusteht. Und dann erst entscheidet ihr, ob Zasters Steuerberater die Steuererklärung einreichen soll. Das Coolste an der Sache ist, dass die Gebühr vom Steuerberater automatisch vom Steuergeld abgezogen wird, sobald das Steuergeld da ist. Also 0,0 Risiko. Wenn du jetzt wissen willst, wie viel dir zusteht, dann klick unten auf den ersten Link in der Beschreibung und schreib bitte nach 3 Tagen in die Kommentare, wie viel Geld dir zusteht. Ich lese mir alle Kommentare durch und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel meine Community insgesamt an Steuern zurückbekommt. Drück jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung. Peace. Wir haben uns extra einen großen Tisch gegönnt, damit wir hier viel essen können. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Blattgold. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich später, wenn ich auf der Toilette bin zu Hause, auch Blattgold in der Toilette sehen werde. Hallo. Wir warten jetzt immer noch auf unser Steak. Wir haben jetzt extra das große bestellt. Das ist nämlich so. Das ist ein Tomahawk, oder? Tomahawk. Ja, wir haben jetzt extra ein Tomahawk Steak bestellt und einen Burger und Pommes dazu. Und wenn das nicht reicht, holen wir noch was. Ist am Arsch. Safe Call, wir sind am Arsch. So, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Leute. Hier ist extra Service oder was? Nusret war zufällig auch am Start und macht uns unser Steak. Wehe, das schmeckt nicht. Oh mein Gott. Das größte Stück in meinem Leben in meinem Mund. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Hier haben wir noch ein Goldburger. Der ist ja komplett Gold. Man sieht ja nicht mal das Fleisch. So, Leute, wie schmeckt dieser Goldburger? Also so sieht er aus. Was ist da drin? Käse, Bacon. Aber ich glaube nicht, dass es Bacon ist, aber Pasta, mal glaube ich. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Schmeckt einfach wie ein normaler Burger. Aber ein geiler Burger. Ich muss euch wirklich sagen, diese Burger hier, die sind sehr, sehr, sehr lecker. Nicht nur die Steaks sind lecker. Nicht nur die Steaks sind lecker, sondern auch die Burger, wirklich. Kann ich wirklich empfehlen, aber ist halt sehr, sehr fettig. Guckt euch mal das Brot an. Das Brot ist getunkt in Fett. Und deswegen schmeckt es auch geil, weil ihr wisst ja, Fett ist Geschmacksträger. Aber es schmeckt halt, sowas muss man sich auf jeden Fall mal gönnen. 1-2 Mal im Jahr oder 3 oder 4 oder jede Woche. Geil.
3.000 bis 3.500 Geil. Ja, wie schmeckt ein Tomahawk-Steak aus Gold? Schmeckt genauso. Und noch was, diese Pommes sind auch Legende. Die schmecken einfach so geil. Schaut euch das mal an, die sind so gewürzt. Seht ihr das? Seht ihr das da dran? Und wenn Leute es schreiben, Nusret ist überbewertet, es gibt bessere und so, es mag wohl sein. Meiner Meinung nach, ich war in Istanbul schon sehr, sehr oft irgendwo essen, auch bei den Alternativen, die besser sein sollten als Nusret, aber es hat keiner bis jetzt Nusret getoppt, vom Essen her, vom Feeling her. Wie schmeckt's? Man schmeckt schon sowas Goldiges raus. Ja, du hast Gold an der Lippe sogar. Echt? Läuft bei dir. Stell dir mal vor, wir gehen so später Shisha rauchen und die Leute so, was ist mit dem? Da ist überall Gold. Aber ich bin gespannt. Du musst mir wirklich morgen sagen, wenn du auf der Toilette warst, ob es auch goldig war. Verbannt. Also Leute, ich bin schon gut voll. Nach 1,5 Kilo Fleisch. 1 Kilo. Auf jeden Fall haben wir alles aufgegessen. Schaut mal, was noch da ist. Das ist noch da. Restlichen Knochen haben sie alle mitgenommen, aber das ist auch Knochen. Also hier unten ist alles hart. Eins ist uns aufgefallen. Wir haben da so einen Rhythmus drin. Ess und verpiss dich. Ja. Also das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Wir sitzen nämlich hier. Getränk ist leer. Sie schütten nach. Das ist natürlich okay. Das von wem? Also, nee, aber ich sehe das die ganze Zeit. Also auch bei den Leuten, die gehen einfach hin an den Tisch. Räumen die Servietten weg, räumen die Knochen weg, machen dann, wenn ein Teller leer ist, sofort weg. Also wenn dein Teller leer ist, du hast so einen Salatschüssel und dann hast du noch so einen Teller. Und wenn dein Salat leer gegessen hat, kommt er gleich von hinten, macht aus der Schüssel den Rest noch in deinen Teller rein, obwohl du es vielleicht gar nicht willst, vielleicht für später oder was. Und dann nehmen sie die Schüssel, dann nehmen sie die Schüssel mit. Und also die, man merkt, guck mal hier, hier wird der Tisch einfach abgewischt, während ich hier rede. Ja, wir sind wirklich noch gar nicht fertig mit Essen. Und also es ist nicht das erste Mal, der kommt die ganze Zeit und wischt und nimmt das weg und schüttet danach, damit er die Flasche mitnehmen kann. Das war die letzten Male, war das nicht so, als ich hier war. Da waren die so ein bisschen ruhiger. Aber jetzt kommt es mir so ein bisschen vor wie, ja okay, ihr habt jetzt gegessen, jetzt zack, zack, weiter geht's. Also das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe hier. Die Musik ist geil, die Leute sind cool, das Essen schmeckt geil. Aber das ist natürlich jetzt auch scheiße. So, das ist die halt so, yalla, so in der Art, weißt du? Hey, ich schwör's dir, gerade eben kommt er wirklich, der läuft so an mir vorbei mit seinem EC-Gerät und guckt mich so an. Der hat sein EC-Gerät in der Hand gehabt und macht so. Wir bleiben jetzt noch 2 Stunden hier. Wir bleiben jetzt ohne Essen 2 Stunden hier. Can we have the bill? Ich bin gespannt, was zusammengekommen ist. Was denkst du? 400 Euro, sagt er. Ich sag auch ungefähr 450 Euro. Das Geld der Rechnung spenden wir an eine Organisation. Die könnt ihr bestimmen. Schreibt es unten in die Kommentare, an wen dieses Geld gehen soll. Also, liebe Leute, ihr seid die Ersten mit mir live, die die Rechnung sehen. Ach so, die ist eh ein Lehrer. Wie viel? Bist du bereit? Ja. Gib ein. 2.709. 307,90 €. Laber doch keinen Scheiß. 307,90 €. Also liebe Leute, also wir haben echt beide gedacht 400, 450 €. Und es war sogar noch gut gemeint. Seiten auf Null, Baby, fresh wie die 90s. Low Fade wie die Nike. Seiten auf Null, Baby, fresh so wie Ice-T. Ab jetzt läuft wieder rund, dicke Heimspiel. Seiten auf Null, Baby, fresh wie die 90s. Low Fade wie die Nike, Seiten auf Null, Baby, fresh so wie Ice-T. Ab jetzt läuft wieder rund, dicke Heimspiel.